So, das ist meine Videoantwort für den Kanal Yet Another Gear Channel. Ja, gute Gründe, ein Messer zu tragen. Ist bei mir auf Arbeit bedingt, da ich Kartons klein schneiden muss, irgendwelche Gummilappen schneiden, sonst irgendetwas, Verpackungen öffnen und so weiter und so fort. Da kommt dann zum Beispiel hier so ein Böker Plus F3 zum Einsatz. Und ja, ich habe dann halt immer das gute Gefühl, dass ich dann halt sofort das entsprechende Werkzeug halt zur Hand habe. Kann das halt dementsprechend bearbeiten und fertig. Und muss halt extra zur Werkzeugkiste laufen oder ans Auto oder sonst irgendetwas, um halt entsprechendes Werkzeug zu holen. Deswegen habe ich halt immer sowas in der ja, Tasche. Oder auch zum Beispiel wie am Freitag, da war ich auf einer Gelenkbühne am Arbeiten, nee, nein, Quatsch, auf einer Arbeitsbühne. Und dann hat man halt Absturzsicherung, wenn man dann wirklich mal hängen sollte und will sich befreien, hast natürlich dann noch ein entsprechendes Werkzeug in der Tasche, um dich halt irgendwo herauszuschneiden. Also noch kleinen Sicherheitsaspekt. Dann habe ich immer noch eins in der Tasche, ich bin in der Feuerwehr im Einsatz, habe ich auch immer sowas in der Art in der Jacke, um halt Säcke aufzuschneiden von Ölbindemittel, sonst irgendetwas, hat man halt immer dabei. Und privat kommen jetzt gerade immer mehr, das ist jetzt mal wirklich exemplarisch, so ja, ein einfaches Schweizer Messer zum Einsatz. Denn die sind einfach ja, praktisch im Alltag, man hat ein bisschen Werkzeug mit dabei. Man kann also alles das, was man im Alltag so macht, ich zumindest, halt ebenso machen. Mal eben Brötchen aufschneiden, ein bisschen Wurst machen, irgendetwas, man hat einen Faden irgendwo, sonst irgendetwas. Das kann man immer mit dabei haben, das stört nicht, hat kein Gewicht. Und halt gerade jetzt wieder, ich komme aus der Nähe hier aus Hannover, da ist natürlich leider schon wieder etwas passiert mit dem Messer, was nicht sein soll. Und ich sag mal, ein Schweizer Messer ist halt immer noch ja, sozial verträglich, sage ich immer. Da wird man nicht dumm angeguckt, wenn man das mal in der Stadt herausholt, um damit irgendwie eine Kleinigkeit zu arbeiten. Und was ich dann halt jetzt seit ein paar Wochen immer im Schlüsselbund habe, immer noch so als kleines Backup. Dieses kleine Victorinox Classic in Schwarz. Ich wollte es eigentlich mal verschenken, aber das hatte sich dann leider erledigt. Das ist dann halt bei mir im Schlüsselbund. Und das sind halt so meine Messer, die ich am ja, meisten trage. Wie gesagt, das jetzt nur exemplarisch für sämtliche Victorinox-Modelle, die ich habe. Da wird natürlich immer mal verschiedene eingepackt. Und ja, das sind halt die gebräuchlichsten Messer und die Messer, die ich halt am meisten im Alltag benutze. So, die guten Gründe. Ja, es ist halt einfach ein Alltagshelfer, der einem das Leben doch in jeglicher Hinsicht erleichtert. Wie gesagt, man kann damit irgendwelche Sachen aufschneiden. Ein guter Grund ist natürlich auch noch, wie jetzt bei mir auf Arbeit, wenn man da irgendwie sich sichern muss, irgendwo angebunden ist, um sich da mal irgendwie zu befreien. Wie bei der Feuerwehr. Im Moment darf ich es leider nicht, weil ich da noch zum Arzt muss und durch die Belastungsstrecke. Als Atemschutzgeräteträger, wenn du da irgendwo im Einsatz bist, gehst du dann in ein Gebäude rein, das zum Beispiel brennt, hast du ja immer eine Leine mit dabei. Wenn du dich da mal verhedderst, kannst du dich halt freischneiden. Du kannst Leute, ich sag mal, vom Gurt ganz schnell befreien und so weiter und so fort. Und ich sag mal, das ist halt für mich halt auch ein guter Grund, ein Messer zu tragen, zumindest im Feuerwehrdienst. Und privat ist es dann halt wirklich einfach nur als Werkzeug gedacht, um halt ja, alltägliche Aufgaben schnell lösen zu können, ohne großartig irgendwie durch die Gegend laufen zu müssen, um sich da ja, und um sich da irgendwas zu holen, sich zu besorgen, sonst irgendetwas. Natürlich ist es auch ab und an Spielerei, wenn man dann anfängt, man steht morgens vor so einer Messersammlung, ja, welches Messer packe ich ein? Auf Arbeit ist es klar, packe ich das hier ein. Aber sonst, wenn man dann aber privat rausgeht,
ist es dann halt meistens so, ja, was packe ich jetzt ein, wenn ich in den Wald gehe, wenn ich sonst irgendetwas. Aber wie gesagt, da sind auch halt wieder ein Werkzeug, um zum Beispiel irgendwie sich was zu schnitzen, sich irgendwas zu bauen oder sonst irgendetwas. Und es ist halt für mich der Grund, es ist ein Werkzeug, das mir im Alltag und im Hobby sonst irgendetwas das Leben erleichtert. Und das ist mein hauptsächlicher Grund, ein Messer zu tragen. Ganz knapp und einfach. Ja, schon wieder fast 6 Minuten sehe ich gerade, aber wie gesagt, das ist halt für mich halt einfach der Grund, ein Messer zu tragen. Ein Helfer für den Alltag und fertig. So, nochmal Glückwunsch zu deinen 1300 Abonnenten. Davon bin ich ja noch weit entfernt. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe 99, bin also noch ganz weit davon entfernt, von deinen 1300. Kannst meinen Kanal ja auch noch mal abonnieren, wenn es schon hast, weiß ich nicht. Aber wenn ich die 100 voll habe, wird auch noch etwas kommen von mir. Da starte ich dann auch noch ein kleines Giveaway oder ähnliches. Da muss ich mal schauen, was fällt mir da noch ein. Ich bin da schon in den Planungen und naja, egal. So, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, noch viel Spaß mit deinem Kanal. Ich freue mich noch auf viele schöne Videos von dir. Bis zum nächsten Mal.